Jo, hi Leute und willkommen nochmal auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir jetzt gerade auf jeden Fall nochmal Zeit für euch genommen, um euch ein paar wichtige Sachen zu zeigen, denn es gibt Leute, die haben mich gefragt, ob ich nicht wirklich hier richtig zeigen könnte, was ich hier unternommen habe, um sozusagen diese Ölvermehrung letztendlich wirklich am Ende zu setzen. Ich habe, wie gesagt, hier schon 1-2 Videos darüber gemacht, wo man eigentlich ja alles sehen kann, wie man es perfekt macht. Ich werde es aber hier jetzt nochmal auch kurz zeigen, was ich hier genau gemacht habe, möchte aber unbedingt erstmal darauf hinweisen, dass ihr das bitte erst macht, nachdem ihr alles andere sozusagen instand gesetzt habt. Wie zum Beispiel jetzt die PDE-Brücke eingebaut oder halt die Pumpedüse-Elemente general überholen lassen habt, die Pumpedüse-Elemente neu abgedichtet habt. Die Tandempumpe sollte auf jeden Fall auch gemacht werden, weil die Tandempumpe, die läuft ja auch mit Öl. Die Tandempumpe, die sorgt erstens für den Unterdruck und zweitens pumpt sie euch den Diesel praktisch rein. Und drittens muss die Tandempumpe natürlich auch mit Öl geschmiert werden. Und deswegen, wenn die Tandempumpe undicht ist, dann kann es auch passieren, dass ihr Öl im System habt. Deswegen auf jeden Fall die Pumpedüse-Elemente abdichten und die Tandempumpe, falls das danach immer noch nichts geholfen hat, dann unbedingt auch nochmal neu abdichten, die Tandempumpe. Habe ich bei mir auch gemacht, aber ich muss auch hier sagen, kommt nur ganz selten vor. Und wenn die Tandempumpe irgendwie undicht wird, dann erkennt man das auch rechts, an der rechten Seite wird es leicht feucht. Das sind so die ersten Anzeichen. Aber ich möchte nochmals sagen, Leute, okay, weil wir machen das, wenn, dann machen wir es halt richtig, okay. Letztendlich geht es jetzt ja auch um mein Fahrzeug. Und die meisten Leute, die mich ja schon längst abonniert haben, die kennen mich bereits. Also letztendlich, wenn es mich dann betrifft, gebe ich alles, um einfach rauszufinden, was hier eigentlich abgegangen ist. Davor hatte ich ein Ford Galaxy, das auch einen Haufen Probleme gemacht hatte, wegen einem Kühlwasserschlauch. Dieses Kühlwasserschlauch hatte innen drin sozusagen einen kleinen Ventil. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt Ventil sagen darf oder überhaupt nennen darf, weil das war eigentlich mehr oder weniger so ein kleines blödes Ding, das dafür sorgt, dass die Kühlwasser, also dass der Kühlwasserkreislauf nicht so schnell sozusagen in den AGB, also Ausgleichsbehälter, läuft. Dafür bauen manche hier so kleine Adapter rein, so kleine Ventile rein, die dann praktisch aus so einem Durchmesser dann nur noch so einen Durchmesser machen. Ja, das machen die eigentlich aus Absicht, damit sozusagen das Kühlwasser nicht zu schnell wieder in den Ausgleichsbehälter reinkommt, weil sonst könnte es sein im Winter, dass es zu schnell durch den Kreislauf läuft und es bräuchte dann einfach länger, bis eure Innenheizung sozusagen warm oder aufgewärmt wird. Und deswegen machen das manche. Aber wie gesagt, ich fahre schon immer Diesel, ich liebe Dieselfahrzeuge, habe mich da schon immer eh und je für mich selbst damit beschäftigt. Ist jetzt nicht so, dass ich das alles immer schon schön öffentlich machen wollte, weil ja, letztendlich habe ich das alles immer für mich gemacht. Aber wie gesagt, ich bin ein Dieselfan, ich liebe Turbos und ich liebe Dieselfahrzeuge. Und wie gesagt, ich hatte damals ein Ford Galaxy mit einem 1,9 TDI Motor, das war damals das Größte, war damals, glaube ich, der mit 116 oder 132 PS, ich kann mich nicht mehr dran erinnern richtig. Auf jeden Fall habe ich damals auch ein Riesenproblem beheben können, was viele Werkstätten nicht wussten, allgemein nicht wussten, also weltweit nicht wussten, was da eigentlich gerade passiert. Ja, viele haben dann am Anfang natürlich die Zylinderkopfdichtung verdächtig, weil ich hatte einen Überdruck, so ein erheblichen großen Überdruck damals, und ich habe dann festgestellt gehabt, weil ich habe irgendwo angefangen und habe dann auch irgendwo habe ich dann alles beendet, und letztendlich habe ich dann rausgefunden gehabt, dass in einem Kühlwasserschlauch so ein kleiner Ventil eingebaut war, der so ein Mini-Loch hatte, das mit der Zeit sozusagen verkalkt worden ist, und irgendwann konnte sozusagen das Kühlwasser nicht mehr richtig zum Ausgleichsbehälter weiter gefördert werden. Das war also sozusagen wie eine Verstopfung, und dann hat man natürlich einen riesen Überdruck gehabt. Naja, aber wie gesagt, das ist auch eine andere Geschichte. Letztendlich musste man dann trotzdem an diesem Ford Galaxy später mal die Zylinderkopfdichtung wechseln, und das war so das Einzigste, was überhaupt an diesem Motor gemacht werden musste damals, und das war, wie gesagt, ein 1,9 Liter TDI, ein Ford Galaxy mit einem VW-Motor. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, Pumpedüse-Elemente, die funktionieren einfach, okay? Deswegen habe ich jetzt so einen weiten Bogen, deswegen habe ich jetzt so ausgeholt. Pumpedüse-Elemente laufen eigentlich immer. Klar, die können vielleicht mal undicht werden oder sowas, ja? Die können auch leicht verrußt werden oder etwas blöde einspritzen oder so, aber
Pumpe-Düse-Elemente, die laufen ja meistens mechanisch. Die haben natürlich auch ein Magnetregelventil da drin. Wenn der dann sozusagen irgendwann undicht wird, ja, dann kann es schon sein, dass die Pumpe-Düse-Elemente dann irgendwann mit der Zeit halt tropfen oder halt, wie gesagt, ein bisschen Luft reinlassen oder was auch immer, ja. Aber letztendlich, ich weiß es aus Erfahrung, Pumpe-Düse-Elemente, die laufen immer. Wenn eine Pumpe-Düse-Element oder wenn eine von diesen ganzen mal gar nicht mehr läuft, ja, dann merkt ihr das sofort. Also wenn ihr angenommen 1,9 Liter TDI habt, das sind ja meistens 4 Zylinder, wenn da eine Pumpe-Düse ausfällt, dann merkt ihr das sofort, Leute. Der Wagen fängt an zu ruckeln, da geht nichts mehr, da zieht nichts mehr im dritten Gang, da ist vorbei, sofort. Und das Gleiche ist auch natürlich bei den 5 Zylindern hier, beim VW T5 oder VW Touareg, was auch immer. Alle Fahrzeuge, die an sich mit Pumpe-Düse fahren, wenn eine Pumpe-Düse komplett den Geist aufgibt, werdet ihr das sofort merken. Das fühlt sich an wie, ich weiß nicht, für manche normale Leute wahrscheinlich fühlt sich das an wie so ein kompletter Motorschaden oder so. Ja, weil der Wagen will einfach nicht mehr. Der läuft total rau und der läuft total schwer. Ihr kriegt den vielleicht bis zum dritten Gang kriegt ihr den vielleicht beschleunigt, aber danach, nach dem dritten aufwärts zum vierten, geht dann einfach gar nichts mehr. Und wenn, dann nur noch wirklich total lahmarschig. So. Wie gesagt, ich wollte euch das jetzt alles nur mal so als Info mitgeben, dass wenn ihr schon mal so eine Reparatur macht, dann macht die gleich richtig. Ich bin das Risiko eingegangen und habe meine alten Pumpe-Düse-Elemente noch drin gelassen, ja, weil ich einfach weiß, Pumpe-Düse-Elemente, die laufen eigentlich ewig und wenn dann mal was passieren kann, dann ist es ja so wie jetzt hier gerade, dass die leicht undicht werden oder halt sozusagen diesen Druck nicht mehr standhalten. Wenn ihr den Wagen also praktisch abends abstellt, dann schließt dieser Ventil sozusagen in dieser PDE-Einheit und wenn der geschlossen ist, dann sollte es eigentlich den Druck halten. Wenn es mehr oder weniger nicht wirklich schließt oder wenn die Pumpe-Düse-Elemente mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, leicht undicht sind, dann habt ihr auch später sozusagen diese blöden Startverhalten oder beziehungsweise das schwere Anspringen kommt auch davon, ja. Wir haben das ja bereits alles schon durch, mehrmals mit Zylinderköpfen überhaupt, Zylinderköpfe, wo die PDE-Sitze beschädigt sind. PDE-Sitze sind einfach die Aushöhlungen, wo später die PDEs eingesteckt werden. Ja, ich habe das ja auch jetzt in meinem letzten Video, auch gestern das neueste Video, was ich jetzt hochgeladen habe, da habe ich es auch nochmal grundsätzlich richtig gut erklärt, was hier sozusagen alles die Ursache sein kann. Wie gesagt, schweres Startverhalten kann anfangen durch natürlich die Glühkerzen. Wir haben hier jetzt einen 5-Zylinder, 5 Glühkerzen. Aber ich weiß es aus Erfahrung, wir haben schon Fahrzeuge gehabt, wo trotzdem mit einer funktionierenden Glühkerze noch angesprungen ist, ja, weil ein Diesel ist ein Selbstzünder und solange noch eine Glühkerze funktioniert, kriegt ihr den Wagen trotzdem noch an, zwar ein bisschen schwieriger natürlich, im Winter erst recht, aber wenn er mal angesprungen ist, dann springt er auch den ganzen Tag weiterhin gut an, das ist schon mal das Gute, das ist halt Diesel, ja, bei einem Benziner würde es nicht gehen, weil die laufen ja mit Zündkerzen und wenn da eine Zündkerze mal ausfällt, dann habt ihr auf jeden Fall sofort schon einen unruhigen Lauf und das ist halt anders beim Diesel, also wenn der mal anspringt, dann ist er an und gut ist. Gut, das andere ist natürlich die Zylinderkopfdichtung, wenn die verschlissen ist, also beziehungsweise die Pumpe-Düse-Sitze, wenn die sozusagen schon ausgefranst sind oder halt erheblich verschlissen sind, so wie jetzt mein Video von gestern, so wie ihr da jetzt sehen konntet, die ganze Späne da drin und alles, was sich da abgerieben hat, kann dafür sorgen, dass die Pumpe-Düse-Elemente nicht mehr richtig dicht und fest drinnen sitzen und somit kommt natürlich auch Sauerstoff in den System und dann habt ihr das ganze Problem, okay? Wenn ihr aber alles hier repariert habt, wie zum Beispiel die Tandempumpe neu abgedichtet habt, die PDE-Brücke eingebaut habt, eure Pumpe-Düse-Einheiten komplett neu abgedichtet habt und dann vielleicht sogar auch noch einen neuen Zylinderkopf eingebaut habt und ihr habt das Problem immer noch, dann ist es definitiv irgendwas an einer oder mehreren Pumpe-Düse-Elementen, dass da eine oder mehrere halt undicht sind. Auch das kann passieren, wenn ihr sozusagen euch die Pumpe-Düse-Elemente ich sag's mal, general überholen lässt, ja, wenn ihr euch zum Beispiel neue gebrauchte oder wirklich neue, nagelneue gekauft habt, auch das kann passieren nach wenigen Kilometern schon, dass Pumpe-Düse-Elemente halt diesen Druck verlieren, ja, und deswegen haben viele Fahrzeuge auch ein Rückschlagventil. Ein Rückschlagventil aus dem Grund, dass wenn die langsam anfangen undicht zu werden, damit der Sprit dann trotzdem weiterhin noch in diesem vorderen Raum einfach sich immer noch aufhalten kann und nicht irgendwie dann so voll wieder voll wird mit Sauerstoff und ihr dann ewig wieder braucht.
braucht, um den Wagen zu starten. Und deswegen habe ich das hier nach dieser alten Methode einfach nochmal nachgebaut für mich selbst. Seitdem habe ich gar keine Probleme mehr. Seit über einem Jahr fahre ich so jetzt total gesund, habe gar keine Ölvermehrung mehr. Mein Turbo ist immer noch der von damals. Nachdem ich diese ganze Problematik hier endlich dann mal behoben hatte, habe ich dann natürlich nochmal ein Turbo General überholt. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. Und seitdem ist immer noch dieser Turbo hier drin. Die Karre zieht einwandfrei, läuft wirklich wie ein Uhrwerk. Und ich bin jedes Mal froh, wenn er etwas wieder Öl verbraucht. Ja, ja, es ist immer schön, wenn ich hier den Ölzapfen rausziehe und nach 1000 Kilometer wieder sehe, da hat wieder, keine Ahnung, 0,5 bis 0,8 Liter an Öl verbraucht. Dann bin ich Gottes froh, weil ich dann weiß, hey, richtig geil, ich habe immer noch keine Ölvermehrung. Wenn aber das Öl steigt, ja, dann müsst ihr euch Sorgen machen, Leute, weil dann wisst ihr, hey, scheiße, ich habe hier eine riesen Ölvermehrung. Ja, das war bei mir damals fatal, das hat man schon nach 500 Kilometer, hat man schon gemerkt, dass das Öl wieder steigt. Und ich weiß nicht, ob ich das Video hier machen kann, weil es kommen gerade ein paar Affen hierher, die hier meinen müssen, hier total die Musik aufzudrehen. Aber ja, gut, ich versuche es dann trotzdem. Gut, jetzt habe ich, wie gesagt, hier extra einen Schraubendreher mitgebracht, Schraubenzieher, Schraubendreher, was auch immer. Ich werde euch jetzt so mal geschwind zeigen, was ich hier alles gemacht habe. Ich weiß, das war jetzt viel für euch, vielleicht doch zu viel. Manche mögen auch meine Videos vielleicht auch vorspulen, werden aber dadurch viele Informationen halt nicht mitbekommen. Ja, und dann schreiben die mir immer wieder rein, hey, wie ist es mit dem, wie ist es mit dem, ja. Leute, ich habe es ja schon erwähnt, deswegen bitte schaut euch meine Videos richtig an. Und ich rede hier wirklich aus Erfahrung, ich weiß, was ich hier sage. Sonst würde ich ja meine Videos nicht online stellen. So, wir gehen jetzt hier weiter. Ich gebe das Handy jetzt mal schön zu meiner Tochter. Sie ist so lieb und nimmt das hier mal auf. Ich zeige euch dann hier praktisch, was ich alles gemacht habe. Wir machen jetzt erstmal hier das Licht aus, damit die Batterie einfach länger hält. Genau, weil es ist jetzt eh hell genug. So, und ich zeige euch dann auch eine ganz andere Konstruktion. Auch das habe ich damals einem korrekten Typen zu verdanken, der einfach hier auch ein bisschen so mit mir rumgetestet hat und dann gesagt hat, hey, weißt du was, was auch noch nachträglich gut wäre, wäre ein elektrischen Rückschlagventil einzubauen. Und das hat uns sozusagen alles noch mal ein bisschen feiner und besser eingestellt, sage ich jetzt mal. Ja, das ist richtig gut. Davor hatte ich nur mechanische Rückschlagventile drin, wobei der vom Rücklauf nicht wirklich so den Sinn gemacht hatte. Und da hatte Yusuf dann mit mir auch dann drüber geredet. Also Yusuf, hallo nochmal und natürlich Daumen nach oben. Hey, richtig geile Sache, richtig geile Aktion. Und dann haben wir uns natürlich nochmal zusammengesetzt, haben oder ich mit Yusuf dann, also der Esel nennt sich immer zuerst, also Yusuf und ich haben dann die ganze Sache richtig gut zum Laufen gebracht und haben dann praktisch hier nochmal alles ein bisschen verbessert. Und auch er hatte erhebliche Startprobleme und er hat gesagt, hey du, weißt du was, hey, bevor ich mir jetzt hier die ganze PTE-Brücke einbaue und die ganzen neuen PTEs kaufen muss und abdichten muss und so weiter und so fort, werde ich erstmal deine Variante testen. Wenn das läuft, dann brauche ich zumindest nicht so viel Geld ausgeben. Ja? Und vielen Leuten geht es hier natürlich ums Geld, weil ein VW T5 oder ein VW Touareg ist eh schon teuer genug. Ja? So, wie gesagt, wir fangen hier an und nehmen praktisch die zwei Schrauben hier vom AGB runter. Für die Leute, die nicht wissen, was AGB heißt, das ist einfach die Kurzfassung von Ausgleichsbehälter. Okay, AGB. So, nehmen wir hier kurz die Schrauben runter und dann könnt ihr später alles besser sehen. Genau, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht so viel die Zeit, aber ich mache das jetzt mal mit euch. Dann habt ihr hier diesen Schlauch hier, der geht Richtung Bremskraftverstärker da hinten. Ja? So, jetzt machen wir aber hier Beleuchtung wieder an, weil da hinten kann es schon sehr dunkel werden durch den Schatten. Diesen Schlauch hier nehmen wir jetzt raus und der ist angesteckt am an der Unterdruckpumpe hier unten. Okay, so, Moment, da ist er dran, okay. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Da ist dieser Schlauch dran, okay? Den kann man ganz leicht einfach abstecken. Hier runtergehen mit der Hand und dann nach vorne ziehen Richtung Kühlergrill, okay? Einfach drüber ziehen. So, habt ihr es gesehen? Da ist so eine kleine Gummidichtung. Guckt, dass ihr die nicht verliert, okay? Die kleine Gummidichtung, die muss weiter erhalten bleiben. Ich zoome jetzt gerade so wieder zurück, damit ihr das alles richtig verstehen könnt. So, Moment. Zack. Und jetzt seht ihr diesen Schlauch. Der läuft hinten sofort zum Bremskraftverstärker, weil es ist ja natürlich erstmal das Wichtigste. Das ist hier der Unterdruck. Die Tandempumpe, die Unterdruckpumpe erzeugt Unterdruck, das heißt, die hilft euch später auch beim Bremsen. Dann müsst ihr nicht wie so ein Ochse auf dem Bremspedal drücken. Ja? Deswegen gibt es diesen Unterdruck, der hilft euch dann praktisch. Also der Unterdruck ist eigentlich immer da. Sobald ihr euren Wagen startet, ist immer Unterdruck da und das hilft euch natürlich dann auch später beim Bremsen. Deswegen ist die erste Leitung natürlich sofort
die wichtigste, die dann nämlich zum Bremskraftverstärker führt. Und dann gibt es hier nochmal eine kleine Trennung, die dann für alles andere geht, wie zum Beispiel jetzt für die Unterdruckdrose, für den Turbo und so weiter und so fort. Ja. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht reden, weil sonst verliere ich da auch ganz schön viel Zeit. Wir nehmen jetzt einfach praktisch jetzt hier diesen Schlauch einfach nach oben und stecken den nach hinten. Also das geht natürlich hier ganz gut alles beim Baujahr 2005er. Ab Baujahr 2006, 2007 oder 2009 ist es halt ein bisschen anders aufgebaut. Da habt ihr zum Beispiel diesen AGR-Rohr ist beim 2009er, wie gesagt, hier weiter rechts, wie ihr schon gestern in dem Video sehen konntet. Es ist aber letztendlich alles das Gleiche. Deswegen, wie gesagt, hier Bremskraftverstärker, Unterdruckschlauch einfach abnehmen, nach links schieben. Und dann können wir jetzt praktisch hier diesen AGB, diesen Ausgleichsbehälter, einfach abnehmen und auch auf die Seite schieben, damit wir dann sozusagen hier reingucken können. So, die Alina. Hallo Alina. Hi. Ja, genau. So, jetzt können wir hier diesen Ausgleichsbehälter entfernen. Schau mal hier rein. Genau, nehmen wir hier auf. Ein bisschen zurück, nicht so weit. Dann haben wir hier diesen Schlauch, den könnt ihr hier einfach so abtrennen, seht ihr? Und dann können wir jetzt das Ganze hier einfach hochheben. Vergesst nicht, den Sensor abzustecken. Ja, das ist der Sensor, der euch dann später warnt, ob ihr noch Kühlflüssigkeit drin habt oder nicht. Ja? So, und das Ganze hier schieben wir auch hier mit diesem Schlauch. So, hoffe, ihr könnt es sehen. Dieser Schlauch kommt jetzt praktisch nach da hinten. Und dann hebt das Ganze jetzt von alleine. Seht ihr das? So, okay. Gut, sieht man das? Ja. Ja, sieht man gut. So, ich gehe mal darüber. So, okay, hier diesen Schlauch kann man schön darüber tun. Und dann hebt das Ganze so, okay? So, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Hier haben wir dann eigentlich, wie gesagt, unser originaler Dieselfilter, okay? Und der originale Dieselfilter, der hat oben vier Schnellanschlüsse, okay? So Schnellstecker. Diese Schnellverbinder, die werden auch mit der Zeit undicht. Und auch da kann es passieren, dass ihr Sauerstoff im System habt, okay? So, und ihr habt praktisch hier oben die vier Stecker von eurer eurem Dieselfilter. Das habe ich komplett alles hier abgebaut, wie ihr sehen könnt. Ja, also die Halterung ist komplett weg. Ich habe jetzt hier richtig viel Platz, wo ich einfach arbeiten kann. Ja, normalerweise habt ihr hier so eine riesen Halterung, die euch später diesen riesen Dieselfilter festhält. Ja, das ist bei mir alles nicht mehr da. So, und dann habt ihr, wie ihr sehen könnt, da hinten diesen blauen PVC-Schlauch. Ja, und dieser hier ist sozusagen der Rücklauf. Okay. An diesem blauen PVC-Schlauch ist die Dieselrückführung. Okay, so. Und dann habt ihr später den schwarzen, das ist der hier. Und das ist der Diesel, also beziehungsweise die Dieselvorführung. Oder wie soll ich euch das erklären? Das ist hier der Vorlauf. Das ist der Dieselvorlauf, der Schlauch für den Dieselvorlauf. Und der blaue ist der Schlauch für den Dieselrücklauf. Weil der Diesel geht praktisch hier vor Richtung Tandempumpe, okay, ihr könnt es hier sehen, da geht der Filter dann hier runter und da haben wir dann praktisch wieder unsere Tandempumpe. So, sorry, ich habe gerade nicht richtig aufgenommen. Ich versuche nochmal ein bisschen zurück zu zoomen, aber ich bin schon ganz zurück. So, jetzt nochmal, okay, hier der Vorlauf ist dieser Schlauch hier. Und dann ist er hier an einem Dieselfilter, an einem kleinen, den ich damals selber gebastelt habe. Ich mag die kleinen ganz gerne. Die muss man aber früher wechseln, das heißt, wenn ihr so kleine Dieselfilter oder überhaupt Kraftstofffilter benutzt, müsst ihr euch im Gedanken sein, beziehungsweise nicht vergessen, alle 20.000 oder alle 15.000 Kilometer zu wechseln, weil die sind halt erheblich kleiner. Ich habe das auch schon getestet, damals für mich, mein allererster Test, und habe dann gemerkt, 30.000 Kilometer ist wirklich das Maximale und dann war der wirklich komplett voll. Aber so 15.000 bis 20.000 geht hier noch mit diesen kleinen hier. Der ist wirklich klein, ihr könnt es an meiner Hand erkennen, ja, also hier. Der ist so breit wie meine Handfläche. Also ist wirklich keine. Die gibt es aber auch vom Smart 4 oder Smart 2, ich weiß nicht, aber ich habe das auch in meinem alten Video, in der Videobeschreibung habe ich das mit eingehängt, dass ihr einfach draufklickt auf den Link und dann könnt ihr euch die kaufen. Ich habe kleine genutzt. Warum? Weil kleine einfach auch weniger Sauerstoff haben, falls ich dann hier trotzdem noch irgendwo Sauerstoff im System haben sollte. Ja, weil das ist ja das Problem gewesen. Bei dem großen Originalfilter, der war am Ende komplett leergesaugt dadurch, dass ihr so viel Luft im System hattet, ist der ganze Diesel wieder zurück in den Tank geflossen und der Dieselfilter, der riesen originale Dieselfilter, war komplett leer. Und deswegen braucht ihr immer so lange, ihr müsst immer so ewig orgeln,
bis er dann endlich mal startet. Und dieses ewige Orgeln, ja, der startet ja dann trotzdem, macht ja dann trotzdem, aber der geht ja nicht an. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr versucht, den Wagen anzuspringen, spritzt er ja trotzdem etwas rein, aber er startet halt nicht. Und das, was er halt einspritzt und nicht sozusagen gestartet werden konnte oder beziehungsweise verbrannt werden konnte, läuft euch praktisch dann später ins Öl rein. Ja, das ist alles hier schon getestet worden und das ist dann auch die große Ursache, warum ihr dann später eine Ölvermehrung habt bei den T5ern oder beim Touareg halt. Okay, so. Aber das ist ziemlich das Gleiche auch für andere Fahrzeuge. Wenn ihr also eine Ölvermehrung habt, dann kann es sehr, sehr sein, dass ihr auch sozusagen hier das Problem habt mit Sauerstoff im System. Gut, also wie gesagt, das ist der Vorlauf. Dann habe ich hier ein Rückschlagventil, einen mechanischen von Pureburg. Der sorgt dafür, dass mein Sprit nicht mehr nach hinten laufen kann. Das heißt, nach vorne läuft es weiterhin. Hier ist auch ein kleines Pfeil zu sehen. So, Moment. Daran könnt ihr sehen, dass es sozusagen der Vorlauf ist. Das habe ich für mich selber so hingedreht, damit ich das immer sehen kann. Aber letztendlich ist es, das ist alles eigentlich logisch. Das geht nach vorne, hier Richtung den ersten Filter und dann geht es hier in Richtung Tandempumpe rein. Okay? Die Tandempumpe, wie ich euch schon erzählt habe, die fördert später den Diesel in euren Motor rein Richtung eure Pumpedüse-Einheiten. Okay? Deswegen ist es auch wichtig, dass die Tandempumpe immer gut mitläuft. Und außerdem tut die Tandempumpe natürlich Unterdruck erzeugen und das ist sozusagen hier dieser Anschluss hier. Okay? Wo später eine Schlauch dran kommt, den wir jetzt gerade eben abgezogen haben. Und dann, ganz zum Schluss, kommt von weiter hinten nochmal ein Schlauch aus dem Motor raus und das ist sozusagen die Rückführung. Das heißt, der Diesel, der nicht verbrannt werden konnte, geht hier wieder zurück und dann auch natürlich wieder über einen Filter, nämlich dann Richtung Tank wieder zurück. Aber jetzt haben wir hier nochmal eine andere Erfindung, sozusagen über einen elektrischen Regelventil, denn wir hatten hier auch einen mechanischen Rückschlagventil eingebaut. Ja? Also die ersten Tests, die waren hier damals mit einem mechanischen Rückschlagventil. Bloß dann hat der Yusuf auch zu mir gesagt, du pass auf, das ist ja schön und gut, aber der Rückschlagventil, der geht ja trotzdem in die Richtung vom Tank. Das heißt, wenn aber vom Tank sozusagen ziehen würde, warum auch immer, wenn da sozusagen durch irgendein Vakuum oder was auch immer über den Tank die Frischluft oder beziehungsweise überhaupt die Luft reingezogen wird, dann geht es ja eh nach hinten. Das heißt, der Rückschlagventil, der hier verbaut worden ist, damals zum Test, hat nicht wirklich Sinn ergeben. Ja, weil wenn der Tank dann zieht, geht es ja trotzdem rein. Und ich kann ja den Rückschlagventil ja schlecht andersrum reinbauen, weil sonst würde der Diesel ja hier blockieren und der würde nicht zum Tank weitergeführt werden können. Deswegen haben wir hier einfach einen elektrischen Rückschlagventil eingebaut und der regelt elektrisch ab. Das heißt, sobald man den Wagen abstellt, ist es hier zu. Einfach wie so ein Wasserhahn, der ist einfach zu, okay? Und den hier habe ich dann auch angeschlossen, kann ich euch dann auch gleich erzählen, wie wir es gemacht haben, damit man dann jetzt auch zum Ende vom Video kommen. Ich habe das eigentlich alles schon, wie gesagt, schon mal gemacht gehabt, aber ich zeige das jetzt hier nochmal etwas professioneller, sage ich jetzt mal, okay? So, hier haben wir diesen elektrischen Rückschlagventil. Ich werde euch in der Videobeschreibung einen Link einfügen, wo ihr euch den bestellen könnt. Die kommen aus Italien, die werden auch dort angefertigt und es ist eine Firma, die sich auch spezialisiert hat auf elektrische Rückschlagventile. Finde ich ganz gut. Da kann man hier an diesem Regler, kann man den auf automatisch oder halt auf manuell einstellen. Das heißt, ich kann hier mit diesem Regler, kann ich sagen, ich steuere das für mich jedes Mal selber. Was natürlich jedes Mal ein Stress wäre, wenn ihr erstmal die Motorhaube aufmachen müsstet und dann sozusagen immer selber öffnen und schließen. Das ist natürlich blöd. Also habe ich den natürlich auf automatisch gestellt, weil er läuft jetzt praktisch über die 12-Volt-Leitung. Die 12-Volt-Leitung könnt ihr euch praktisch holen von vom Zünd Plus, sage ich jetzt mal. Sobald ihr euren Zündschlüssel gedreht habt, ist hier praktisch Strom vorhanden. Und sobald ihr den Schlüssel abzieht, ist der Strom sozusagen wieder weg. Das ist einfach einfach erklärt wie beim Radio, wie beim Autoradio. Sobald ihr den Zündschlüssel etwas dreht, ist euer Autoradio an. Und sobald ihr sozusagen den Zündschlüssel absteckt, ist das Autoradio aus, weil es natürlich keinen Strom mehr gibt. Es gibt aber auch Autoradios, die sind nonstop an der 12-Volt-Leitung angeschlossen. Das heißt, ihr könnt immer das Radio anmachen. Auch ohne Zündschlüssel, aber das wollte ich jetzt hier nicht, weil sonst wäre der ja nonstop an und der wird ja schon warm, auch mit der Zeit, ist ja klar, das ist hier alles über so einen magnetischen Ventil, wie der Name ja schon sagt, das ist ein Rückschlagventil, der hier magnetisch läuft
Und sonst wäre das ja ständig immer an, das wollte ich jetzt nicht. Angebracht habe ich den auch hier hinten mit so ein paar Kabelbinder und habe dann hier sozusagen, da ist von sich aus schon so eine Schraube mit dabei. Die habe ich hier einfach so mit ja, wie soll ich euch das erklären? Ich habe die hier so mit befestigt, weil der wird ein bisschen warm und damit er aber nicht 100% Kontakt zu dem hat, kann er hier noch so richtig gut runterkühlen und das ist eine richtig geile, ideale Lösung. Ja, geworden und damals auch gewesen und es läuft heute noch perfekt und tadellos. Und dann natürlich braucht ihr hier natürlich auch Schellen, ja, aber da geht hier eine Schelle rein vom Schlauch in diesen elektronischen Magnetventil rein und dann geht es da hinten natürlich auch raus. Und wie gesagt, hier habt ihr zwei Anschlüsse für 12 Volt. Ich habe das damals auch getestet gehabt mit einem Voltimeter oder mit was war es denn? Ich glaube, das war mit dem Netzteil. Da habe ich dann geprüft, ab wann dieser Ventil öffnet und ich habe festgestellt, ihr könntet den eigentlich auch mit 8 Volt laufen lassen. Ab 6 Volt hat er schon reagiert, aber etwas langsam. Mit 7 Volt ginge dann schon besser und um einfach sicher zu sein, mit 8 Volt läuft der auf jeden Fall. Ja? Und der ist ja aber hier jetzt gekoppelt auf 12 Volt. Das heißt, ihr kriegt nonstop 12 Volt, sobald ihr den Zündschlüssel dreht. Und wenn ihr wollt, dass das Ding ein bisschen kühler läuft, wobei der Diesel ist ja dann später auch warm und der Diesel, der wird ja dann durchs Fahren wird er dann eh erwärmt und er kriegt eigentlich die gleiche Temperatur, was dieser Magnetventil dann auch am Ende bekommt. Von daher macht das keinen Sinn. Aber wenn ihr diesen Magnetregelventil etwas schonen wollt, dann könnt ihr den gerne auch auf 8 Volt laufen lassen, 9 Volt, 10 Volt, 11 Volt oder halt dann letztendlich auf 12 Volt. So, genau. Und das ist sozusagen hier der entscheidendste. Ich habe eigentlich auch vor, nochmal so einen elektrischen Magnetregelventil hier vorne anzuschließen, weil das Gute ist dabei, sobald ihr den Zündschlüssel dreht, ist der sofort offen. Der ist einfach offen und der Diesel, der fließt einfach hier mit einer schönen Fließeigenschaft einfach durch, wird nicht gebremst und durch so einen mechanischen Rückschlagventil ist es so, dass der Diesel ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen leicht aufgehalten wird, weil der hat da drin eine Federung und sobald der Diesel nicht mehr fließt, geht die Federung zurück und blockiert euch sozusagen diesen Weg. Das ist nämlich, wie gesagt, schon ein mechanischer Rückschlagventil und der kann auch nur funktionieren mit dieser Variante. Da drin sind so ein paar Federn, vielleicht nehme ich den mal auseinander für euch, damit ihr mal sehen könnt, wie er da drin aussieht. Für mich selbst habe ich das schon getan, deswegen kann ich euch sagen, wie das da drin aussieht. Da ist eine kleine Spannfeder und sobald der Diesel mit Druck hier durchgeht, geht die Spannfeder nämlich auf. Sobald ihr euren Wagen abstellt, geht die Feder durch den Anpressdruck wieder zurück und schließt euch praktisch diesen Ventil. Dadurch aber läuft der Diesel nicht so schön fließend durch, wobei das gar kein Problem ist, weil sobald euer Wagen gestartet ist, hat die Unterdruckpumpe genug Kraft, den Diesel zu ziehen. Das ist der Wahnsinn, was da an Kräfte entstehen können. Von daher ist es absolut kein Problem. Bloß der hier ergibt wirklich Sinn, deswegen habe ich den noch drin gelassen, aber einfach um es perfekt zu tun, hatte ich vor, auch hier in Zukunft nochmal so einen elektrischen Regelventil, Rückschlagventil einzubauen, damit ich auf beiden Wegen einfach einen richtig guten fließenden Flussstrom habe. Kann man das so sagen? Ich hoffe ja. Gut, wir gehen jetzt praktisch auch gleich rein. Ich zeige euch dann praktisch auch meine kleine Konstruktion, weil ich habe das hier auch nochmal anlöten müssen mit den Kabeln am Zünd Plus, es gibt ja Dauer Plus und es gibt ja auch Zünd Plus. Und Zünd Plus sagt der Name ja schon, erst dann, wenn ihr den Schlüssel dreht, habt ihr sozusagen hier Strom drauf. Das war mir wichtig und deswegen, wenn man es macht, dann halt gleich richtig. So, ich nehme euch jetzt hier mal diesen Batteriedeckel ab und dann könnt ihr sehen, ich habe den Minuspol bzw. das Minuskabel habe ich an der Spitze vorne nur mit Lötzinn einfach einen Kontakt hergestellt und habe den praktisch unter dieser Mutter eingeklemmt. Also ihr müsst hier auch nichts mehr löten, sondern ich habe an dem Kabel selbst habe ich einfach nur Lötzinn angebracht, ja, so eine längere Schicht, sagen wir mal so einen Zentimeter lang, habe ich abisoliert und dann erstmal Lötzinn angebracht, damit es fester wird und dann habe ich das Kabel hier am Minus praktisch unter dieser Mutter einfach angeklemmt. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, ne? Ihr könntet natürlich ja auch, weil es E- ist, das ist ja Masse, Minus, Masse,
Ground, Erdung oder wie auch immer man das nennen darf. Ihr könntet auch diesen Kabel natürlich irgendwo an der Karosserie dran machen. Aber das wollte ich nicht, weil natürlich müsste ich dann hier etwas länger das Kabel verlegen. Und somit war das einfach für mich die kürzere Strecke, die kürzeste Strecke. Ansonsten hätte ich vielleicht da oben noch irgendwo hier Masse gehabt. Ja, aber da müsste ich dann auch eine kleine Mutter anbringen. Oder irgendwo, ist ja auch egal, woher ihr dann praktisch Masse bekommt. Für mich war das hier ganz okay und plausibel. Für mich war das einfach gut zu machen. Dann habe ich hier ein kleines Loch gebohrt. Ich glaube, mit einem 5er Bohrer habe ich hier ein Loch durchgebohrt, indem ich das Kabel hier durchgefädelt habe. Das Kabel habe ich auf der Außenseite, so wie in der Innenseite, habe ich einen Knoten dran gemacht, damit man nicht aus Versehen irgendwie dran zieht und es dann irgendwo da drin reißt. Ihr könnt hier diese Lippe hier entfernen, ja, das ist diese Dichtung hier für später dann natürlich die Haube wegen Regenschutz und etc. Ihr könnt diese Gummilippe einfach abnehmen, da unten drunter kommt ihr dann praktisch ran. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Video habe ich erklärt, deswegen werde ich jetzt hier nicht so arg ins Detail reingehen. Auf jeden Fall habe ich dann da drunter, wenn ihr da durchschaut, ganz da hinten, ich versuche das mal hier mit dem Handy zu zeigen, ich weiß nicht, ob ich durch den Schlitz kommen werde. So, mal schauen, ob das Handy das mehr oder weniger so hinkriegt. Ich glaube eher nicht. Nee. So, auf jeden Fall habe ich da hinten, da habt ihr dann ganz hinten, hier innen drin, habt ihr so einen kleinen, so einen kleinen Gummibolzen, so einen kleinen Gummiknöpfchen, ja, wo ihr einfach abstecken könnt und dann kommt ihr praktisch nach innen. Ja, das ist mit Absicht gemacht worden. Falls ihr irgendwelche Kabel verlegen wollt in den Innenraum, kommt ihr dadurch auch ganz gut rein. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Ich weiß, manchmal sieht es vielleicht, aber wird schwer. Wird schwer, weil es ist alles jetzt gerade hier zu hell draußen und innen ist es einfach zu dunkel. Aber auf jeden Fall kommt dann das Kabel, könnten wir es vielleicht hier sehen? Ja, naja, nee, nicht wirklich. Wie gesagt, ich werde euch das andere Video werde ich euch mit rein verlinken, hier in dieser Videobeschreibung von diesem Video. Also bitte auf die Videobeschreibung reinklicken und dann werde ich euch die Links sozusagen damit einfügen, damit ihr sehen könnt, was ich da eigentlich gemacht habe. So, eigentlich können wir hier auch wieder schließen, beziehungsweise lassen wir offen, ich muss ja eher das nochmal zusammenbauen. Ich habe mir extra, wie gesagt, die Zeit für euch genommen, Leute. Jetzt gehen wir mal hierher. So. Und dann zeige ich euch, was ich hier konstruiert habe. Ich habe hier für mich eine LED eingebaut. Sobald ich hier den Zündschlüssel drehe, sehe ich, ob ich Strom drauf habe am Rückschlagventil oder nicht. Vor allem habe ich das mit Absicht gemacht, weil ich habe eine Sicherung davor geschaltet. Das heißt, sollte was auch immer sein und sollte das Ding ausfallen, wäre es ja fatal, weil dann könnte es sein, dass die Rückführung vom Diesel blockiert ist. Und das will ich auf keinen Fall. Wenn ihr dann praktisch hier eine Zeit lang damit so rumfährt, kann es dann passieren, dass ihr dann irgendwo anders Probleme habt. So, die Alina nimmt man hier mal kurz wieder. So, guck, so, genau hier so bleiben. Genau, auf deine Fingerchen aufpassen hinten. Wir nehmen jetzt mal hier die Verkleidung ab, auf der linken Seite. Könnt ihr hier oben mit Fingernägel oder halt mit einem Schlitzschraubenzieher, könnt ihr hier so rangehen. So, Moment. Okay, hier Schlitzschraubenzieher rein oder halt mit den Fingernägeln. Ich mache das gerne so, wenn ihr große, starke Fingernägel habt, so wie ich, dann kriegt ihr es auch so hin. Ja? So, zack, jetzt sind wir hier drin. Und jetzt zeige ich euch nochmals, wenn ihr hier einfach also hier auf Standlicht schalten, dann reindrücken, oder nee, Moment, wie war es? Hier, genau, auf 0, einfach auf 0 lassen, reindrücken, nach rechts drehen und dann kriegt ihr das ganze Teil so raus. Okay, so, Moment, zack. Und ich kann es jetzt nicht rausziehen, weil ich habe hier hinten, habe ich da schon Kabelbinder dran gemacht und so weiter und so fort. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt rausziehen, aber das war, um euch jetzt zu erklären, wie ihr den ganzen Schalter rauskriegt, um später an Zünd Plus ranzukommen. Aber auch das habe ich in einem anderen Video gezeigt und ich stecke das jetzt hier gnadenlos wieder rein. Hier, wie gesagt, habe ich eine Regenbogen-LED verbaut, richtig schön bündig, richtig glatt. Man erkennt es auf den ersten Blick eigentlich gar nicht, es sei denn jetzt habe ich es euch natürlich gezeigt, jetzt seht ihr es natürlich ja auch. Letztendlich habe ich hier drin, ich versuche das jetzt hier mal aufzunehmen, so, da seht ihr eigentlich ganz gut, da habe ich hier an diesem Kabel hier habe ich sozusagen alles schön abisoliert. Da hinten drin ist meine LED, ja, also hier habe ich sozusagen auch, glaube ich, mit einem 5er Bohrer
und ein bisschen Kleber und alles drumherum habe ich meine LED verbaut. Die LED hat auch einen Widerstand, weil wir haben hier die 12 Volt Leitung. So eine LED läuft maximal mit 3,5 Volt. Wenn ihr die LED also an 12 Volt anschließt, dann ist die sofort kaputt. Okay, die wird sofort durchbrennen. Deswegen habe ich auch da, sieht man jetzt schlecht, weil das ist dieses blaue oder dieses schwarze Schrumpfschlauch. Darunter ist praktisch auch ein kleiner Widerstand, der dann praktisch die LED davor schützt, kaputt zu gehen. So, wegen Überspannung einfach, genau. Dann haben wir hier, wie ihr schon sehen könnt, da habe ich hier an dem roten Kabel, was ihr sehen könnt, ist sozusagen eine Sicherung dran. Die Dinger, die kriegt man ganz günstig aus dem Internet. So, Moment, ich muss mal gucken, ob ich da mit den Fingern reinkomme, so dass es trotzdem aufgenommen werden kann. Hier könnt ihr es eigentlich schon sehen, das ist so, so eine kleine Halterung, damit ihr Sicherungen reinkriegt. Ihr müsst hier die Klappe bzw. den Deckel aufmachen. So, komme ich da ran mit dem Finger? Ja, wird schlecht. Ich zeige es euch zumindest, okay? Da mit dem Finger könnt ihr die Klappe runterklatschen, beziehungsweise die Klappe aufmachen. Und dann kriegt ihr hier eine Sicherung rein. Ich habe eine Sicherung mit, glaube ich, 25 Ampere genommen. Oder Milliampere. Entweder 20 oder was, eine 25er. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also eine 20er habe ich, glaube ich, genommen. Weil eine 10er wäre einfach zu schwach gewesen. 20 hat man eigentlich auch am Zigarettenanzünder, glaube ich, dran. Und ich habe ja auch sowas Ähnliches genutzt. Also eine 20er oder 25er Sicherung einfach, dass wenn was sein sollte, wird die erstmal hier fatzen. Ja, die wird kaputt gehen. Und somit habe ich praktisch meine meinen elektrischen Rückschlagventil sozusagen geschützt. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr davor eine Sicherung schaltet. Ansonsten kann es passieren, warum auch immer, durch einen Kurzschluss im Auto oder was auch immer, kann es dann passieren, dass euer Magnetrückschlagventil kaputt geht, und das wollte ich nicht. So, dann habe ich natürlich an diesem roten Kabel, geht es hier weiter, da habe ich hier dann auch gelötet und habe dann praktisch hier auch einen Schrumpfschlauch mit eingehängt, damit es einfach schön ist und alles schön abgedichtet ist. Und dieser weiße Kabel hier, der geht dann später hier oben Richtung Zündplus, wie ihr sehen könnt, an diesem Stecker, ja, an dem, wo man das Licht einfach anmacht. Ganz rechts unten praktisch, von der anderen Seite aus gesehen, ganz rechts unten ist das Kabel für Zündplus. Okay, dieses gelb-schwarze da hinten. Kann man auch gut sehen. Und daran habe ich sozusagen diesen weißen Kabel angeschlossen, der dann später, wie gesagt, hier durch erstmal die Sicherung geht. Und am anderen Ende geht das weiße Kabel wieder Richtung Innenraum, was dann da reingeht und dann praktisch vorne an der Haube wieder rauskommt. Hier könnt ihr auch das Kabel sehen. Moment, so. Ich hoffe mal. Wird schwer, aber da läuft es rein, seht ihr? So, ein bisschen versteckt alles, aber sehr gut geworden. Mein Handy wird es wahrscheinlich nicht schaffen, das zu fokussieren. Das geht dann richtig rein, richtig tief, bis wieder. Wir haben auch genau die gleiche Höhe hier. Ihr könnt es ja auch sehen. Es geht dann praktisch Richtung Motorraum vorne hin. Jetzt ist ungefähr hier die Höhe, könnt ihr euch merken, hier an der Halterung oder hier an diesem Scharnier. Und so, jetzt machen wir hier mal zu. Genau, das ist hier dann die Höhe, wo sozusagen praktisch hier oben dann rauskommt, okay? Alles klar, Leute. Das war es erstmal von mir. Ich habe euch da jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Solltet ihr aus der Nähe kommen, hier Kalf, Herrenberg, Stuttgarter Raum, könnt ihr auch gerne persönlich vorbeikommen. Wir machen euch das gerne, ist gar kein Problem. Eine kleine Spende ist immer erwünscht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach eine Ehrensache. Und von daher, ja, ich glaube, mehr brauche ich euch hier nicht zeigen. Die Leute, die handwerklich begabt sind, die werden das wahrscheinlich auch sicherlich selbst hinkriegen. Ansonsten, wenn ihr euch einfach sicher sein wollt, weil wir haben schon die nötige Erfahrung gesammelt mit solchen Sachen, einfach vorbeikommen und dann kann man über alles reden. Okay, Leute, wie gesagt, das Blöde ist auch natürlich an diesem ständigen Anspringen. Ja, ihr macht euren Anlasser kaputt und alles drumherum. Ja, das ist alles schade drum. Und wie gesagt, für mich, ich weiß, ich habe hier die kleinen Dieselfilter und jetzt brauchen die Leute auch nicht kommen und sagen, oh nee, das würde ich nicht empfehlen. Ich weiß, was ich mache, Leute, sonst würde ich das Video nicht online stellen. Und ich weiß, dass ich die auch alle 15.000 Kilometer ändere oder beziehungsweise wechsle. Und das ist absolut kein Problem, weil ich habe es ja, wie gesagt, für mich schon getestet. Was ist hier sozusagen das Limit? Das Limit waren 32.500 Kilometer. Und von daher konnte ich das, wie gesagt, alles ergeblich testen, konnte sehen, ob sie jetzt wirklich verstopft waren, noch zu waren oder irgendwie ein bisschen noch offen waren. Aber von dem her weiß ich für mich selber, der Dieselfilter von hinten, der wieder in, also der zurückfließt in den Tank,
der war nach 30.000 Kilometer viel, viel sauberer als der Dieselfilter für den Vorlauf. Okay, also der Dieselfilter für den Vorlauf ist viel, viel wichtiger. Den müsst ihr auf jeden Fall früher wechseln. Und da sage ich, wenn ihr so kleine nutzt, so wie ich, um einfach die Garantie zu haben, dass ihr nicht so viel Luft im System habt, auf jeden Fall alle 15.000 runter, wenn ihr so einen kleinen habt. Es gibt auch von BMW, ich glaube für den E46er, gibt es auch richtig schöne, so schmale, lange Dieselfilter. Die sind aber dann allerdings 30 cm lang. Das heißt, ihr müsstet euch dann einen anderen Platz suchen, wo ihr den verbaut. Für mich war das hier alles perfekt, weil die Schläuche sind kürzer. Umso kürzere Schläuche ihr nutzt, umso weniger Luft natürlich auch im System. Und für mich passt die Sache. Ich weiß, dass ich alle 15.000 Kilometer den Dieselfilter wechsle. Das ist für mich jetzt absolut kein Hackt mehr. Das ist für mich absolut keine Arbeit mehr, weil ich brauche nur den AGB runternehmen. Habe hier zwei Schrauben, an denen ich an den Schellen reinkomme und baue meinen neuen Dieselfilter bzw. Kraftstofffilter ein und gut ist für die nächsten 20.000 Kilometer. 15 bis 20 auf jeden Fall. Und für den hinteren, da könnt ihr euch ruhig Zeit lassen, bis zu 30.000 Kilometer. Ja? Aber wenn ihr einfach nur mal sicher gehen wollt, macht einfach beide alle 15.000 Kilometer und gut ist. Die kosten ja kein Geld, ja, im Vergleich zu dem Original. Gut, Leute, ich hoffe, ich konnte euch hiermit wieder helfen. Ich muss jetzt hier alles wieder zusammenbauen. Das war ein kurzes Video, um euch zu erklären, wann ihr sowas erst machen solltet. Und erst dann, wenn ihr alles andere repariert habt. Erst dann, wenn ihr eure Pumpe-Düse-Elemente neu abgedichtet habt. Erst dann, wenn ihr eure Pumpe-Düse-Brücke eingebaut habt. Und vielleicht notfalls sogar einen Zylinderkopf neu gebraucht hattet, weil der alte halt schon erheblich beschädigt war. Das kann auch passieren, okay? Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Man weiß aber erst mehr, nachdem man praktisch hier alles auseinanderbaut. Und dann kann man sozusagen tiefer reingucken in diesen PDE sitzen, wo die Pumpe-Düse-Elemente drin sitzen. Deswegen, der Name sagt ja schon alles, PDE-Sitze. In dem anderen Video, wo ich euch damals gezeigt habe, wie man die Ölvermehrung überhaupt stoppt, da habe ich auch sogar ganz am Anfang des Videos eine kurze Anleitung, um euch zu erklären, was hier praktisch der Fall ist, was alles hier eigentlich passieren kann, wenn am Zylinderkopf die Pumpe-Düse-Sitze defekt sind, ausgefranst sind oder halt beschädigt sind, okay? Davon kommt in den meisten Fällen, dadurch kommt natürlich hier der ganze Öl mit rein ins Motor, beziehungsweise Diesel mit rein ins Motor, weil da alles undicht wird und die Dichtungen tun einfach nicht mehr richtig abdichten. Das ist ganz wichtig, dass ihr erstmal das Wichtigste hier gemacht habt. Wenn man es richtig macht, dann macht man das erst mit general überholten Pumpe-Düse-Elementen. Alle Pumpe-Düse-Elemente müssen neu abgedichtet werden mit dem Dichtungssatz. Dann brauchen wir hier natürlich die PDE-Brücke. Das ist einfach die beste Erfindung überhaupt. Also nochmals vielen Dank an Simon. Und sehr gute Erfindung auf jeden Fall. Kann ich nur mitreden, kann ich nur bestätigen. Ich fahre das jetzt über ein Jahr fast, beziehungsweise ja, ein Jahr auf jeden Fall auf diese, ich muss jetzt mal gucken, wann genau, auf welchen Tag, aber auf jeden Fall ein Jahr fahre ich hier mit der PDE-Brücke noch rum. Und ich mache das auch so oder so für mich als Test, ja. Ich bin so ein Typ, ich teste alles gerne viermal, fünfmal, sechsmal, bis ich es auf jeden Fall garantiert weiß. Und erst dann mache ich natürlich auch meine YouTube-Videos. Okay, Leute, aber wie gesagt, macht erstmal das Wichtigste hier. Die Leute, die natürlich hier nicht so viel Geld haben, um sich allein die PDE-Brücke zu leisten oder halt die Reparatur, die Werkstätten, ich weiß, was die ja verlangen, also viel, viel mehr, weit mehr, doppelt so viel mehr wie wir sozusagen hier für den Einbau. Aber die Leute, die halt das Kleingeld nicht dazu haben, die können natürlich ja gleich das hier versuchen. Ja, der Yusuf hat natürlich gleich diesen Weg hier versucht und hat gesagt, hey Mann, vielen Dank, hey, ich liebe dich, du hast es geschafft, mein Freund. Und jetzt haben wir hier nochmal durch meine Idee auch nochmal einen elektrischen Rückschlag mit hier mit eingebaut, was auch nochmal alles verfeinert hat. Also es ist richtig geil. Und ihr könnt natürlich auch gleich auf diesen Weg gehen, das ist natürlich der günstigere Weg. Aber ihr müsst im Hintergrund wissen, dass diese Ursachen wohlmöglich eher durch eure undichten Pumpe-Düse-Elemente kommen oder halt durch einen verschlissenen Zylinderkopf. Okay, Leute, also das war's von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt stark in dieser Corona-Zeit und ich hoffe, meine Videos gefallen euch, Leute. Wenn ihr Werbung seht auf meinen Videos, dann schaut die Werbung gerne bis zum Ende an. Das hilft mir natürlich auch. Und ja, das wäre einfach top, wenn ihr mich auch abonniert, weil ich habe, wie gesagt, schon einen anderen YouTube-Kanal. Da läuft es natürlich viel, viel mehr, weil das ist ja, wie gesagt, auch auf Englisch. Aber in diesem deutschen YouTube-Kanal würde ich mir auch wünschen, dass ich einfach da mehr Abonnenten habe. Das gibt mir natürlich auch mehr Kraft, das motiviert mich dann auch mehr, um auch für euch mehr Videos zu machen. Und wie gesagt, es ist alles hier sehr interessant und es steckt überall sehr, sehr viel Erfahrung dahinter. Okay, Leute, also das war es dann von mir aus erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und wie gesagt,
bleibt fit, bleibt stark und wenn was ist, einfach melden, Leute. Okay, auf meinem YouTube-Kanal unter dem Reiter Kanalinfo findet ihr auch meine YouTube-Nummer, unter der mich jeder erreichen kann auf WhatsApp und dann können wir gerne alles weitere besprechen, Leute. Okay, alles klar, dann euch eine gute Zeit und ja, bleibt fit, Leute, ne? Bleibt stark. Bis dann, ciao, ciao. Ja, Leute, jetzt habe ich noch ganz vergessen, euch die LED zu zeigen, wenn ich hier den Schwimmschlüssel drehe. Wie gesagt, es ist hier eine Regenbogen-LED verbaut. Die habe ich komplett runtergeschliffen. Die ist mir eh viel zu hell. Das heißt, nachts ist es wirklich verdammt hell. Ihr könnt hier ruhig auch einfach eine ganz normale, stinknormale, rote, matte LED nutzen. Und dann ist die natürlich auch etwas dunkler. Passt dann auch besser. Mir ist die selber jetzt zu hell, wobei ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, die jetzt einfach zu wechseln. Das war für mich einfach als Gag, habe ich eine Regenbogen-LED verwendet, weil die einfach toll aussieht, die ändert die Farben. Aber letztendlich könnt ihr auch die LED irgendwie weiter unten hier in diese Schräge einbauen. Dann leuchtet die etwas schräg nach unten und blendet natürlich nicht so. Aber ansonsten kann ich euch wirklich empfehlen, ihr nehmt einfach hier eine dunkelrote LED oder ansonsten könnt ihr das zum Beispiel da rein verbauen, weil durch die Beleuchtung bzw. durch den Leuchtwinkel würdet es praktisch hier euch dann trotzdem so an der Seite etwas alles beleuchten. Ja, und das wäre eigentlich auch eine ganz gute Idee, dass man die LED praktisch einfach hier hin verbaut oder da drin. Ihr habt ja hier sozusagen diese Halterung, die ist bei mir noch offen, da habe ich die Schraube noch nicht dran gemacht. Aber wie gesagt, hier könnt ihr irgendwo auch eure LED dran machen. Ja. Und dann würde es praktisch hier rausleuchten und es würde euch gar nicht mehr stören. Und trotzdem habt ihr sozusagen hier ein kleiner Indikator, damit ihr einfach sehen könnt, dass alles läuft. So, ich drehe jetzt mal an den Schlüssel. Ich gehe jetzt hier ein bisschen weiter weg, damit ihr das auch hier sehen könnt. Ich gehe einfach jetzt hier mal nur auf Zündung. So, Moment und los geht's. Ja, und da leuchtet sie dann vor sich hin. Ja, das ist eine Regenbogen-LED, wie gesagt, die wechselt die Farben. So wie der Name schon sagt, Regenbogen-LED. Ja, also es ist eigentlich ganz schick, ganz schön. Entweder, wie gesagt, mache ich da eine schöne dunkelrote dran, weil einfach auch hier die Beleuchtung von den ganzen Knöpfen ist ja bei mir eh alles rot. Somit würde rot ganz gut dazu passen. Ansonsten, ja, hole ich mir nochmal so eine schöne Blende aus dem Schrottplatz. Die gibt es für 3 oder 4 Euro. Und dann mache ich das alles nochmal neu, indem ich dann praktisch hier die LED auf der linken Seite. Das war damals für mich zum Testen ganz gut so. Und Hauptsache, ich sehe, dass mein Rückschlagventil auf jeden Fall gerade aktiv ist. Das ist das Wichtigste, okay? Und wenn die Sicherung hier dann praktisch durch ist, dann würde hier die LED nicht mehr leuchten und dann wüsste ich, hey, pass auf, hier passt was nicht, okay? Und deswegen war das wichtig für mich, das so zu machen. Okay, Leute, so, jetzt ziehen wir mal kurz das Licht aus, dann blendet es nicht so viel. Kann ich nur empfehlen, ich drehe jetzt den Schlüssel wieder zurück, so einen Moment. Ja, und jetzt ist, wie gesagt, kein Strom mehr auf den Rückschlagmagnetregelventil. So, hier nochmal anmachen, Zündung und jetzt ist er schon aktiv. Okay, Handbremse, Gang raus und dann da. Okay, sauber, perfekt und so muss es sein. Okay, so wie gesagt, sollte die Sicherung durchbrennen, sollte irgendwas auch immer gewesen sein, dann ist die LED dann praktisch aus natürlich, weil der Strom nicht mehr weiter fließen kann. Die Sicherung ist durch, die ist kaputt und dann weiß ich, okay, aufpassen, hier ist irgendwas passiert. Okay, Leute, also dann bis dann und euch noch viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal. Ciao, ciao.